Wir sind zurück bei The Witcher. Es gibt gute und sehr gute Nachrichten. Zuerst die gute Nachricht. Es sieht alles danach aus, als würde es CD Projekt Red schaffen, das Next-Gen-Update tatsächlich noch dieses Jahr zu bringen. Es war in letzter Zeit ja etwas ruhig geworden, aber beim letzten Investor Call fragte einer der Investoren mal nach, ob das Update auch wie angepeilt im vierten Quartal erscheinen würde. Hier wurde dann ganz klar von CD Projekt Red bestätigt, dass man weiterhin plant, das Update in Q4 zu veröffentlichen. Der Investor Call fand am 7. September statt und ich denke bzw. ich hoffe, dass man bei CD Projekt Red so kurz vor Q4 doch abschätzen kann, ob es passt oder nicht. Also auf jeden Fall eine gute Nachricht für alle, die auf das Next-Gen-Update warten, womit dann auch ein kleines DLC kommt. Kommen wir zu der sehr guten Nachricht. Wir wissen alle, dass ein neuer Witcher-Titel in der Mache ist. Es handelt sich nicht um einen vierten Teil der bisherigen Reihe, sondern um eine völlig neue Saga. Und diese neue Saga soll wieder aus mehreren Teilen bestehen. Das erklärte CD Projekt Red ebenfalls im Investor Call auf Nachfrage eines Investors. Okay, thanks. And just one follow-up, if I could, on The Witcher. You referred to a new Witcher saga. So are you now talking about multiple new games? So just maybe if you could elaborate a little bit on what you mean by that. Sure. We said that there will be new saga. But of course, now we are pre-producing the first game of this saga. But we have in mind more than one. So like the first saga were three games. So now we are thinking about more than one game. Ob es dann ebenfalls drei Titel werden, ist absolut nicht klar, aber es könnte schon sein, dass uns dann wieder eine Trilogie erwartet. Zum Inhalt der neuen Saga oder wer da überhaupt die Hauptrolle spielt, ist bisher nichts bekannt. Aber es könnte sein, dass man in der neuen Witcher-Saga den gleichen Weg gehen möchte, wie man das zuletzt in Cyberpunk 2077 gemacht hat. Dort kann man sich seinen eigenen Charakter erstellen. Der kann dann entweder wie in Cyberpunk auch seinen Namen haben oder vielleicht macht man den auch völlig frei wählbar. Der neue Teil der Witcher-Saga befindet sich aktuell in der Pre-Production-Phase, was leider auch bedeutet, dass noch einige Jahre ins Land ziehen werden, bevor wir mehr über den neuesten Witcher-Titel erfahren werden. Aber vielleicht ist es bereits auch im Oktober soweit. Im Oktober hat CD Projekt Red ein Strategie-Update angekündigt. Im März 2021 hatte sich CD Projekt Red eine neue Strategie verpasst. Zwei der wichtigsten Punkte: man will nun mindestens zwei Titel parallel entwickeln und man will irgendwas mit online machen. CD Projekt Red hatte damit eigentlich vor, in irgendeiner Weise den bestehenden Titel einen Online-Part zu verpassen. Doch während die parallele Entwicklung bereits läuft, ist von einem Online-Part weit und breit nichts zu sehen. Es könnte also sein, dass man sich genau dazu äußern wird und es könnte natürlich auch sein, dass CD Projekt Red an einen Games-as-a-Service-Weg denkt. Laut CD Projekt Red ist das ein Thema, was man auf jeden Fall verfolgen wolle, aber die Aussage dazu ging damals eher in Richtung vielleicht irgendwann mal. Aber womöglich ist es jetzt an der Zeit für dieses irgendwann mal. Auf jeden Fall dürfte es ziemlich interessant werden, was uns CD Projekt da im Oktober mitteilen möchte. Es gab übrigens auch ein kleines Update für Witcher 1 und 2 für Spieler, die auf dem Mac unterwegs sind. Man hat nun den Support für macOS 10.15 hinzugefügt. Die anderen Systemanforderungen bleiben aber so wie gehabt. Andere Sache, wenn du zufällig ein wenig Kleingeld übrig hast und auf schöne Figuren und The Witcher stehst, dann könnte womöglich diese Figur etwas für dich sein. Kostenpunkt läppische 1797 Euro und einen Cent. Voll der Schnapper. Okay, also das Ding kostet schon etwas, aber dafür bekommt man schon was Großes. Hier mal ein Bild, was die Größe dieser Figur zeigt. Schon beeindruckend, das Teil. Sowohl was die Details betrifft, als auch die pure Größe. Aber es muss ja nicht immer fast 1800 Euro sein. Mit der zweiten Witcher-Figuren-Serie kommen Ciri, Yennefer, Triss, Vesemir und natürlich Geralt. Die Figuren liegen alle bei rund 58 Euro und sind damit deutlich erschwinglicher. Allerdings dauert es noch, bis die verfügbar sind, aber du kannst die zum Beispiel bei meinem Partner Actionfiguren24 bereits vorbestellen und dir somit sichern. Denn eins ist klar, einige werden wieder ziemlich schnell ausverkauft sein. Link zu dem Shop packe ich dir in die Box. Bald findet wieder in Lucca, das liegt in Italien, das bekannte Lucca Comics and Games Event statt. Es ist das größte Event seiner Art in Europa und das zweitgrößte in der Welt. Zuletzt hatte das Event fast 750.000 Besucher, denen das Beste in Bereichen Comics, Spiele, Fantasy, Manga, Anime, Animation, Serien und Cosplay präsentiert wurde und auch diesmal wieder präsentiert wird. CD Projekt Red wird ebenfalls mit The Witcher dabei sein. Hier mal die Ankündigung dazu.
Interessierte Reisende mögen sich fragen, welche Art der Unterhaltung erwartet mich bei diesem illustren Ereignis? Die Einzelheiten werden euch sicher erfreuen. Wie es sich für eine vom Haus Toussaint eingerichtete Feierlichkeit geziemt, wird unseren geschätzten Gästen erstklassige Unterhaltung geboten. Hier in Lucca werdet ihr den edlen Ritter der herzoglichen Gefolgschaft begegnen, die einigen als Team von CD Projekt Red bekannt sind und mehr über ihre beruflichen Tätigkeiten erfahren. Gäste, die gern gepflegten Vergnügungen nachgehen und sich der schönen Künste erfreuen, wird unsere Veranstaltung, die dem bereits erwähnten Team von CD Projekt Red gewidmet ist, erfreuen. Die prächtigen Gärten der Herzogin werden in ein fantastisches Spektakel mit ebenso fantastischen Attraktionen verwandelt. Die Meister der Cosplay-Kunst werden sich als berühmte Charaktere aus dem Spieluniversum von CD Projekt Red verkleiden. Welch einmalige Gelegenheit, eine Fotokarte zu erschaffen, die alle von Neid erblassen lässt. Gäste, die zur Veranstaltung eigene feierliche Gewänder tragen möchten, sind herzlichst dazu eingeladen. Ihr werdet die Gelegenheit erhalten, an dem liebsten Zeitvertreib der Herzogin teilzunehmen, einer Schatzsuche. Wie überaus ergötzlich! Diese Aufzählung der Amüsements ist natürlich nur ein kleiner Teil der gebotenen Spektakel, denn die erlauchte Herzogin möchte ihre weiteren Pläne erst zu gegebener Zeit offenbaren. Seid versichert, dass euch der Einfallsreichtum unserer Herrin verblüffen wird. Euer demütiger Diener, CDPR, Ritter im Dienste unserer Herrin und des Herzogtums. Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an und ich gehe mal davon aus, dass die Überraschung sich auf das Event bezieht, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Infos zu den anstehenden Projekten, wie eben dem Next-Gen-Update oder der neuen Saga, aber da erwarte ich persönlich jetzt nichts, aber freuen würde es mich natürlich schon. Deshalb werde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, ob von dort aus irgendeine Info kommt. Wenn, dann erfährst du das hier auf diesem Kanal. Also, falls du vorhast, Ende Oktober eine Reise nach Italien zu machen, dann solltest du auf jeden Fall Lucca mit einplanen. Das Event steigt dort am 28. Oktober und geht bis zum 1. November. Sieht das nicht super lecker aus? Als ich beim Recherchieren war, was so alles in letzter Zeit bei The Witcher passiert ist, bin ich auf dieses Bild gestoßen und das hat mich zu diesem Buch gebracht. Ein Kochbuch, sogar ein offizielles. Wie genial ist das denn bitte? Das wäre doch bestimmt was Geniales für Halloween, aber leider erst für das übernächste, denn das Kochbuch erscheint erst im März 2023, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil das sieht doch wirklich echt köstlich aus. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.